Herzlich willkommen zu dem heutigen Update. Ich mache das heute ein wenig spielerisch. Ich schaue einfach mal so durch, was es so Interessantes gibt. Wir haben einige Reaktionen jetzt mal wieder gesehen, die zunächst mal wieder ganz interessant waren und so auch mal ein bisschen die Aufwärtsbewegung wieder angedeutet haben, ob sie dann nachhaltig sind. Endlich, sage ich mal. Das ist noch ein bisschen ausstehend, da müssen wir noch etwas warten, aber zunächst mal wieder ein paar grüne Vorzeichen gesehen am Ende der Woche, bevor es dann aber dann nochmal ganz schön runtergegangen ist, eben ein schöner Abschluss von der Woche. Aber ja, jetzt hier fangen wir an mit Echograph, hatte ich hier aus der Community damals vorgeschlagen bekommen und ja, bis jetzt hat sich das auch wieder sehr schön entwickelt. Zunächst, wir hatten hier das Szenario, dass wir ein neues All-Time-High gebildet hatten und zugleich auch hier das Korrekturlevel vorgefunden haben und das jetzt in dem Sinne zunächst mal abgearbeitet worden ist. Wenn ich mal kurz hier unten drauf schaue, hatten wir am Freitag 32% plus gemacht. Also auch hier ein sehr schönes Vorzeichen gesehen und auch mal ein paar impulsive Bewegungen, die wir verwöhnterweise vom letzten Jahr so eigentlich schon auch kennen. Aber natürlich im Moment nicht so ausgeprägt waren oder auch sind und müssen wir mal abwarten, ob das auch wieder so kommt. Aber zunächst mal hier eine schöne Reaktion. Also hier Korrekturlevel und Widerstandszone. Also prinzipiell interessant, hier ja, vielleicht zu partizipieren. Wir haben unter anderem auch hier in dem Bereich 40 Cent dann auch ein schönes Kursziel bei 80. Das heißt hier All-Time-High. Und selbst wenn es hier nochmal so ein Doppeltopf werden sollte, dass der hier einfach nur nochmal anläuft, selbst dann hätte man hier risikofrei ganz schön investiert. Aber prinzipiell haben wir hier oben das Ziellevel, von daher sowieso erstmal schöne Aussichten und auch prinzipiell ein recht interessanter Einstieg. Dann schauen wir mal weiter. Was mir auch hängen geblieben ist, war Baosan oder wie auch immer man das ausspricht. Ja, finde ich prinzipiell auch ja, spannend, auch charttechnisch gesehen sehr schön. Ich muss mal ganz kurz die letzten Markierungen, die wir uns hier gelegt haben, mal rausmachen. Ja, prinzipiell haben wir hier so eine Formation, die hier jetzt erstmal auch zum Tragen gekommen ist. Ich habe es nochmal verändert, weil wir hier anscheinend den Punkt sehr schön abgelaufen haben, sehr genau. Jetzt hier die Widerstandszone, die hier zum Tragen kommt und das Korrekturlevel, das hier jetzt ja auch hier schon sehr stark reagiert hat. Wir hatten jetzt, wenn wir uns die letzten Bewegungen anschauen, aus diesem Punkt hier raus schon mal ein neues High gesehen. Auch hier konnten wir ein neues Hoch ausbilden. Jetzt ist der seit der letzten Analyse noch mal etwas gefallen. Ich ziehe das jetzt einfach noch mal nach, um hier jetzt noch mal den Einstieg zu symbolisieren. Aber ja, prinzipiell haben wir hier das All-Time-High. Von daher, wenn man jetzt hier darauf spekuliert oder die Idee verfolgt, nicht ja, spekuliert oder auch eben die Idee verfolgt, dass man hier jetzt eine Reaktion sieht, die dann so aussieht, dass man hier auch mal einen Ausbruch sieht, dann haben wir hier den Retest und dann würde man hier die 100% closen, vielleicht sogar schon, wenn der ganze Kurs hier mal, ja, die diese Trendformation hier bricht, dann hätte man auf jeden Fall auch hier einen prinzipiell schönen Einstiegspunkt. Ja, das wäre mal als Update noch dazu. Schauen wir noch mal auf TeamViewer, fand ich auch
oder habe ich mir angeschaut, sehr stark reagiert und auch korrigiert vor allem. Das ist natürlich für jeden schön, der noch nicht investiert ist. Von daher, ja, auf jeden Fall interessant finde ich das prinzipiell. Wir hatten hier mal einen sehr starken Docht gesehen, hat aber nicht wirklich nachhaltig funktioniert. Wir hatten hier auch ein neues Hoch gebildet, also eigentlich charttechnisch alles im Rahmen. Theoretisch auch hier die Trendlinie. Jetzt muss man ein bisschen gucken. Also jetzt haben wir hier den Anlauf gehabt, daraufhin vermutlich auch die Trader dann hier den Ausbruch gesehen und vielleicht hier auch spekuliert darauf, auf einen fallenden Kurs. Aber ich bin immer noch positiv gerichtet, zumindest auch bei vielen Aktien jetzt, weil sie doch sehr stark gefallen sind und es könnten sich jetzt schöne Einstiegspunkte ja, offenbaren. Ob man sie ja dann alle jetzt auch erwischt, das ist halt die andere Frage, ob man jetzt auch Kapital zur Verfügung hat, solche Positionen jetzt dann auch diversifiziert mitnehmen zu können. Das ist natürlich auch bei mir jetzt die Frage, wo man jetzt sinnvollerweise ein paar Positionen eröffnet, um dann eben auch so ein bisschen diversifiziert nach und nach dann auch die Gewinne mitnehmen zu können. Das bleibt jetzt mal abzuwarten, aber prinzipiell natürlich ganz schön, hier so einen Wert hier bei 55 Euro jetzt bei 30 Euro einzusammeln, prinzipiell. Auch hier muss ich das Ganze mal ein bisschen nach fahren, damit wir das nochmal schauen. Für diejenigen, die das jetzt vielleicht auch zum ersten Mal sehen, dann kann man hier jetzt beim neuen High direkt die 100% mitnehmen. Also prinzipiell ja auch eine ganz schöne Sache. Man muss eben nur aufpassen, dass man hier eben aktuell unter dem Level ist. Man kann natürlich noch schauen, wo wäre die letzte Reaktion bei 28 Euro, hier müsste dann schon langsam mal eine Reaktion zeigen. Ja, also kann man noch abwarten, auch wie weit es noch runter geht. Vielleicht geht da auch hier so eine direkte Gegenbewegung einher, dass man hier dann so einen längeren Docht auch sieht und dann wie hier dann auch so eine Reaktion an dem, ja, sag ich mal, hier dargestellten Widerstand noch sieht. Ein bisschen verspätet, aber solange es ja der Schluss von dieser Kerze darüber liegt, ist das auch okay. Ja, das wäre jetzt mal so das Szenario hierzu. Ja, KUKA finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Hat jetzt auch mal eine Reaktion gebracht. Allgemein finde ich eben das Thema Roboter und ja, Automatisierung allgemein natürlich auch interessant. Das ist jetzt auch nichts Neues. Hier haben wir aber den Fall, dass wir komplett alle Korrekturlevel in dem Bereich schon gebrochen hatten. Von daher kann man damit jetzt nicht mehr viel arbeiten. Das heißt, wir müssen uns hier darauf beziehen, auf andere Parameter, wenn man hier den Einstieg finden möchte und auch neu anfangen. Von daher, ja, hier so eine Zone vielleicht in dem Bereich hier, die man heranziehen kann. Und vielleicht, ja, hier nochmal abwarten, was jetzt hier weiterhin passiert. Wir haben ja aktuell einfach nur ein neues Low gesehen. Ja, kann man mal schauen, ob sich das hier dann fängt. Vielleicht gibt es hier auch so eine ja, komplette Korrektur nochmal, die hier so dann aussieht. Aber das ist jetzt nur Spekulation. Also vielleicht geht er auch hier nochmal drauf und dann in die Richtung, wenn man das Ganze jetzt mal so beziehen möchte. Also hier haben wir schon mal eine Korrektur gesehen, die hat sich auch schön aufgearbeitet, auch hier. Also wenn wir jetzt mal untergeordnet drauf schauen, wir wissen jetzt, wo wir uns befinden. Wenn wir uns das mal so anschauen, dann haben wir jetzt hier gerade das 38er Level und das wäre jetzt dann das Szenario, was ich hier eingezeichnet habe, dass das dann hier noch mal tiefer eindringt hier in diese Korrekturphase. Und wir dann eine weitere Aufwärtsbewegung sehen. Das ist natürlich eine Spekulation auf diese Idee. Und wenn die Idee dann eintritt, dann ist das natürlich sehr schön, wenn wir hier von beispielsweise 41 Euro auf die 82 hier oben hingehen. Das ist dann schon auch ein gutes ja, Verhältnis oder auch eine schöne Zielregion hier in dem Bereich. Also prinzipiell
ja, kann man auf jeden Fall im Markt viele schöne Einstiegspunkte finden. Das ist jetzt auf jeden Fall langsam der Fall und ich hoffe auch, dass da wieder ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Schauen wir mal auf so einen Rohstoffwert, Rio Tinto. Hoffentlich habe ich das auch richtig ausgesprochen. Hier haben wir ein neues High gebildet. Das ist erstmal sehr schön, natürlich auch ein gutes Signal. Ist jetzt natürlich auch der Situation geschuldet. Die Aktien laufen allgemein natürlich jetzt sehr gut in dem Bereich. Wir hatten hier einen aufsteigende Bewegung gesehen, auch in der Vergangenheit. Das heißt, hier hätte man auch so schöne Einstiege finden können. Auch hier das 50er Level sehr schön abgearbeitet. Also da ist auf jeden Fall der Trend intakt. Und auch wenn man jetzt das sich mal anschauen möchte, wo das Ziellevel potenziell wäre von dieser Aufwärtsbewegung, die ja hier auch zum Tragen gekommen ist in der Vergangenheit, dann haben wir hier oben das Ziellevel, das es zunächst mal gilt abzuarbeiten. Das hat auch bis jetzt hier charttechnisch ganz gut funktioniert. Und von daher kann man diese Annahme treffen und dann eventuell dann, wenn man das hier weiterzieht, auch nochmal auf einen Retest warten, der vermutlich aber nicht viel tiefer sein wird wie hier. Wenn man das jetzt hier nochmal skizzieren sollte, wenn dann in dem Bereich eine Reaktion kommt, das heißt, der würde jetzt so machen, würde hier korrigieren und dann wieder eine neue Bewegung in Kraft treten. Das wäre jetzt so das Szenario. Also man kann auf jeden Fall hier auch wieder Einstiege finden. Aktuell würde ich nicht einsteigen, es ist für mich keine Korrektur, ist für mich uninteressant. Aber wenn man langfristig in diese Werte auch einsteigen möchte, auch allgemein, dann kann man das, ja, denke ich mal, auch in Zukunft noch in Ruhe dann machen, ohne jetzt irgendwelchen Kursen hinterher zu rennen oder eben die Variante Sparplan nutzen. Dann Anglo American ist auch Rohstoffproduzent. Und, ja, genau. Von daher hier auch die Sequenzen eingezeichnet. Prinzipiell sehr schön. Auch hier hat das alles super funktioniert. Die Sequenzen sieht man ja, hat sehr gut in der Vergangenheit sich aufgebaut. Jetzt befinden wir uns hier am All-Time-High. Nee, doch nicht. All-Time-High ist in dem Bereich hier oben. Muss ich mir mal einzeichnen. Dann haben wir hier oben auch ein schönes Ziel. Aktuell sind wir trotzdem mal hier an so einer Widerstandszone, die bis jetzt auch gehalten hat. Wir haben jetzt hier mal eine rote Kerze gesehen. Das heißt, ich habe es hier schon eingezeichnet. Man könnte hier auf diese Bewegung spekulieren. Das heißt, jetzt nach dem allgemeinen Run erstmal eine Korrektur abwarten, um dann eben eventuell auch wieder so eine Aufwärtsbewegung zu sehen. Das wäre jetzt zunächst mal abzuwarten. Aber prinzipiell kann man dann auch diese schönen Dividendenwerte ins Portfolio nehmen. So, dann schauen wir mal in die andere Richtung. Ich habe hier, ja, können wir gerne durchgehen. Peloton ist in einer Korrekturphase. Jetzt wahrscheinlich die Spekulation darauf, dass Corona vorüber ist und vielleicht nicht mehr so den Anklang findet, aber das war jetzt erstmal charttechnisch sehr schön zu sehen. Wir haben jetzt da eine Korrektur und von daher jetzt erstmal auch wieder neues Ziellevel dann auch zu generieren. Hier haben wir schon mal eine Reaktion gesehen, die war jetzt allgemein im Markt nicht nachhaltig, hat man jetzt überall gesehen. Man hat die ersten Reaktionen gesehen und eben immer wieder eine ja, komplett eingestampft. Von daher jetzt überall der zweite Versuch. Hoffentlich ja, trägt der dann auch Früchte, dass wir hier wieder am Aktienmarkt aktiv werden können und auch ja, dann die Stimmung besser wird und dann auch wieder die Kurse anziehen. Also hier erstmals Update. Wir können das gerne hier nochmal mit den entsprechenden Einstiegspunkten mal versehen. Und dann hier bei einem neuen All-Time-High,
wäre dann 100% erreicht, von daher auch hier nicht schlecht. So, Proton Motors oder Motor möchte ich auch noch drauf eingehen. Ein Update. Hier haben wir die Sequenzen. Ja, ich habe hier den möglichen Einstieg mal skizziert in dem Bereich hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das damals in der ersten Betrachtung schon hier hingelegt habe, aber vermutlich ja, weil wir hier den Widerstand haben und da gucke ich ja auch immer drauf, dass wir hier einen Widerstand haben, der uns Unterstützung gibt in diese Richtung, wenn wir natürlich weiterhin bullish sind. Von daher bleibt der Einstieg hier liegen und unterm All-Time-High dann eine 100% Position. Von daher charttechnisch macht das Sinn. Auch hier ein neues High gebildet, wirklich ausgeprägt. Das heißt jetzt ein kleiner Retest und dann eventuell auch der Ausbruch weiter nach oben. Ja, sonst gehen wir jetzt mal langsam nach oben. Im Siemens Energy haben wir hier auch sehr gut eine sehr schöne Korrekturbewegung sehen, muss man sagen. Also wer da jetzt den Einstieg finden möchte, dann ist das ja sehr optimal hier aktuell. Und ich gehe davon aus, wenn man jetzt hier mal den Einstieg finden möchte, dann sind wir bei 50 Euro. Ja, da bin ich noch nicht so ganz mit einverstanden mit diesem Kursziel aus der ja, Historie heraus, dass wir hier so ein hohes Ziel haben. Das ist jetzt nicht gerade dann mein Favorit, wenn man das jetzt zumindest mit dieser 100% Strategie umsetzen möchte, muss man sich eventuell eben auf etwas längere Zeit einstellen, aber prinzipiell natürlich trotzdem charttechnisch in Ordnung und wenn man in Siemens sein Vertrauen legt, dann macht das trotzdem Sinn auf lange Sicht. Manganese X Energy, das ist ja auch immer ein Unternehmen, das immer gerne analysiert werden soll von mir. Von daher, ja, wir hatten hier diesen Ausbruch gesehen aus dieser Range. Der hat auch sehr gut funktioniert, muss man sagen, hier in dem Bereich. Und jetzt haben wir hier so eine Situation. Wir haben ein tieferes Tief gebildet. Wir haben jetzt hier die Korrektur gesehen, aber im Moment hat er nicht so wirklich gegriffen, diese Korrektur. Auch hier dieser ja, herangezogene Widerstand, sage ich mal, hat nicht so schön funktioniert, wie erhofft. Wir hatten hier zwei Reaktionen gesehen. Selbst die zweite Reaktion hat jetzt nicht geholfen. Ja, und jetzt muss man mal abwarten. Wir haben immer noch ein höheres Hoch. Das ist keine Frage. Das ist auch okay. Ich meine, die Einstiege werden nur besser. Ja, also ich glaube, man wäre sogar hier eingestiegen vor einem halben Jahr noch. Trotzdem, jetzt ist natürlich die Situation viel schöner. Und auch wenn man hier einsteigen würde und darauf hofft, dass dieses Szenario eintritt, dann hat man hier bereits 100% mitgenommen. Und wenn man sich das Chartbild mal anschaut, dann sind solche Bewegungen auch mal auf jeden Fall drin. Und vielleicht hier dann direkt die Order legen natürlich, ne? Und dann mal so eine Bewegung mitnehmen und dann risikofrei an dem Ganzen partizipieren, wäre zumindest mal ein Szenario, was man als kleine Beimischung hinzunehmen kann. Man bekommt ja dann auch eine gewisse Stückzahl. Von daher prinzipiell, ja, wie gesagt, man muss das dann entweder genauso umsetzen wie ich, dass man auch ein gewisses Fundament hat und diese 100% Strategie dann als ja, Aufbau nutzt und dann eben auch gewisse Spekulationen antreten kann, die dann auf lange Sicht eventuell interessant werden. Ja, hier hatte ich damals hingewiesen gehabt, dass ich hier nichts mache. Den Ausbruch haben wir gesehen, aber man hat auch gesehen, was daraus wurde. Da bin ich auch nicht weiter darauf eingegangen. Das werde ich jetzt auch nicht tun. Rocktech hatte ich gerade eben auch schon mal aufgeworfen, ist aber jetzt auch erstmal uninteressant. Ist ein
ist zwar ein Verlauf, aber der ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig, rein charttechnisch, von daher erstmal nicht mehr so weit interessant. Intel, ja, da wird natürlich wieder auch das Interesse geweckt. Wir haben hier sehr schöne Bewegungen gesehen in der Vergangenheit sowieso. Und ja, hier jetzt die untergeordnete Bewegung, die aussteht. Hier zum einen natürlich die Reaktion in dem Bereich, die hat zu ersten impulsiven Bewegungen geführt und jetzt wieder eine Korrektur. Und jetzt hoffen wir mal darauf, dass eine Reaktion folgt in dem Bereich. Ansonsten müssen wir halt wieder neu anfangen. Wenn der Kurs nochmal hier runter geht, dann wird das sich wie wieder in gewissen Bewegungen dann aufbauen. Aber erstmal bin ich da positiv gestimmt. Wir haben jetzt hier ein tieferes Tief gebildet. Aber vielleicht kommt da, wie gesagt, auch nochmal eine tiefere Bewegung hier ins Korrekturlevel rein, um dann auch die Kraft zu sammeln, hier ein neues High zu bilden, also hier drüber über diese Zone hier. Ja, das bleibt mal abzuwarten, aber prinzipiell wäre das so das Szenario. Ansonsten dann kann man natürlich auch hier die erste Einstiegsmöglichkeit finden. Prinzipiell macht das schon auch Sinn. Und dann hat man hier unter dem übergeordneten Level dann die 100% mitgenommen. Also macht auch Sinn, kann man auch machen. Alibaba ist auch gefallen und nähert sich dem übergeordneten Korrekturlevel. Können wir gerne gerade nochmal schauen. Das passt auch noch soweit. Wir sind hier in dem untergeordneten Korrekturlevel aktuell. Aber ja, prinzipiell ist ja hier eine Überschneidung in dem Bereich. Das muss ich auf jeden Fall nochmal üben hier, die ganze Geschichte. Hier wäre jetzt die Überschneidung. Das heißt, man könnte hier davon ausgehen, dass die Reaktion kommt und dann eine Aufwärtsbewegung folgt. Ja, das wäre jetzt mal so das Szenario. Wir haben hier den Ausbruch natürlich aus dieser Aufwärtsbewegung jetzt gesehen. Aber trotzdem bleibe ich da allgemein ja, schon auch positiv gestimmt. Von daher eine Korrektur ist sinnvoll, ist auch sehr gut für den Markt und dann hier dann wieder neue Einstiege zu finden, günstig einsammeln und eventuell hier bei 150 Euro dann die 300 Euro beim neuen All-Time-High einzusammeln. Das wäre dann ja in dem Falle das Szenario, was wir uns hier vorstellen könnten. Ja, das wäre jetzt dann in etwa so gedacht. Und dann gehen wir noch ein Stückchen weiter nach oben. Samsung SDI ist auch eine Update-Aktie. Von daher gehe ich da auch noch gerne ein. Wir haben jetzt hier die Reaktion gesehen und daraufhin jetzt eine Abwärtsbewegung. Ich hoffe, dass sie hier schön eintritt. Dann hätten wir eine schöne Korrektur und dann natürlich auch wieder schöne Einstiegspunkte mit entsprechender Kurspotenzialen. Das heißt hier bei 70 Euro beim All-Time-High wieder ja, das normale Szenario, dass man dann hier in dem Bereich wieder die 100% schließen kann und dann risikofrei partizipieren. Ansonsten natürlich eventuell auch ein schöner Zukunfts Aktie, die man sich dann auch im Depot halten kann. Also prinzipiell auch hier jetzt langsam interessant, das näher zu betrachten. Und ja, ist ja auch mal schön, wenn man das, solche Kurse dann sieht. Also hier hat das sehr schön geklappt in der Vergangenheit. Auch hier, also kann man auf jeden Fall weiter beobachten. Und das werde ich auch wie jetzt hier in dem Fall weiter auch machen mit euch gemeinsam. Wo haben wir sonst noch schöne Bewegungen gesehen? Livent hat jetzt hier auch weiterhin eine Korrektur am Laufen. Wir haben bereits schon das Korrekturlevel abgearbeitet, befinden uns jetzt so in einer kleinen Seitwärtsphase. Ja, prinzipiell aber durch die Partnerschaften jetzt auch interessant und prinzipiell schöne Einstiegsmöglichkeiten, wenn man jetzt was sucht in dem Bereich.
Dann Baidu hat jetzt hier untergeordnet auch die Korrektur ja schon mehr als abgearbeitet. Ob er jetzt die Reaktion bringt, bleibt eben noch abzuwarten. Aber prinzipiell, wie man hier sieht, übergeordnet alles intakt. Wir haben ein schönes Ziellevel hier oben und wir haben auch ein neues High gebildet zuletzt. Dann jetzt eben die Korrektur, also alles im Takt. Wir haben einen Aufwärtstrend und ja, jetzt müsste hier langsam eine Reaktion kommen. Und wenn man jetzt hier auch nochmal das Einstiegspunkt angleicht, dann sind wir bei 300 € mittlerweile und das wäre jetzt hier All-Time-High. Also das auch wie bei den anderen Aktien langsam wirklich interessant und das wird auch für viele interessant sein. Von daher denke ich mal, könnten wir hier langsam auch wieder Aufwärtstrend Bewegungen sehen. Palantir hat jetzt auch stark korrigiert. Wir sehen aber hier den Docht. Der ist hier sehr stark wieder nach oben gegangen. Der Körper wird wahrscheinlich hier oben irgendwo schließen. Das heißt hier auch erstmal wieder Entwarnung, sage ich mal. Der Ausbruch kam, hatte ich auch in der Telegram-Gruppe darauf hingewiesen. Aber trotzdem wieder intakt. Jetzt muss natürlich auch wieder so Impulse kommen, die hier ein bisschen ja, mehr auf Aufwärtstrend dann wieder hinweisen. Aber auf lange Sicht kann man da bestimmt weiterschauen. So, jetzt möchte ich nach einer halben Stunde diese Session auch beenden. Wir sehen uns morgen wieder mit vielleicht dem Kryptomarkt, der auch wieder ein paar interessante Bewegungen gezeigt hat. Zum einen Cardano mit 100% Möglichkeit und darüber hinaus. Also das werde ich dann morgen anstreben und bis dahin einen schönen Samstag. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.